liebe Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich heute mal mit Vorwort zu einem Let's Fail Special Video. Ja, warum ein Let's Fail Special Video und warum mit Vorwort? Ja, das Vorwort soll gar nicht so lange gehen. Ich wollte euch nur mal ganz kurz schildern, wie das Let's Fail entstanden ist. Das sollte ursprünglich ein Let's Play Line Video sein für den 26. Januar. Hat sich dann aber im Verlaufe von anderthalb Stunden oder über anderthalb Stunden zu einem Let's Fail Video dermaßen ohne Ende entwickelt. Deswegen haben wir gesagt, wir laden das jetzt einfach nicht als Let's Play Line hoch, sondern ich mache einfach einen Singleplayer draus, wo der Julian dabei ist. Und ja, was da so passiert, das habe ich so noch nie erlebt in OMSI. Also nicht in der Aufnahme und auch nicht offline, ja. Und deswegen, ich wollte euch das nicht vorenthalten. Ja, und damit würde ich sagen, Film ab und viel Spaß. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play The Line in 2016. Ich habe es noch nicht gesagt, dieses Jahr. Hallo Julian! Hi. Ich bin wieder da. Ich befinde mich hier auf Wankendorf mit Andi, dem Eigentorschützen. Dem Super-Eigentorschützen. Willst du denn erklären, warum du dir ein Eigentor geschossen hast? Ja. Ich wollte, dass der Julian im Schnee fährt mit dem SU-15 und dann habe ich beschlossen, ich fasse Ganja und habe gerade festgestellt, dass das vielleicht ein Performance-Problem wird. Ja, so. Stimmt zu 90%. Ja. Du hast es beschlossen müssen. Du hast das beschlossen müssen, weil ich gesagt habe, du musst das Ganja fahren, wenn ich U-15 ne. Beschlossen müssen sein tut, ja. Ja. So. Dann beginnen wir mit dem Drama. Dazu kommt noch, ich fahre ja ohne Tracker und ohne Lenkrad. Also. Warum eigentlich? Weil ich hier keinen Tracker habe und das Lenkrad spackt rum. Funktioniert nicht richtig. So. Einmal Licht, damit der Julian nicht weint. So, und jetzt wird es schon gleich schlimm in der ersten Kurve. Ich sehe es jetzt schon kommen. Aber der Außenspiegel vom Scania sieht irgendwie komisch aus, finde ich. Der ist groß. Nee, der sieht doch so eckig aus. Ja, und? Ach du lieber Gott. Ich nehme schon irgendeinen Bordstein gerade mit. Und den Stromkasten. Nee. Du sagst das selber immer, da verschätzt man sich ganz gerne mal. Stimmt. Siehst du? Ich merke mir sogar Dinge, die du mir irgendwann mal erzählt hast. Ist das nicht wow? Wow. So. Jetzt wird's wieder lustig. Jetzt weiß ich wieder irgendwelche Nummern nicht. Du darfst mir wieder 9, mal helfen. 9691. Das. 9? Ja. 6. 1. 1. So. Ja, 18.05? Jo. Ja, das Lustige ist ja, ich erzähle hier gerade so, ja, ich kann mir ja die Nummer nie merken. Ja, die Leute haben wahrscheinlich das andere Let's Play noch gar nicht gesehen, wenn wir hier mitfahren. Weil ich bin ja schon mal Scania gefahren, das kommt die Tage irgendwann noch. Der Andi hat nämlich schon ein Video gedreht, der hat das Video sogar schon veröffentlicht, weil da fährt er nämlich bei mir mit. Aber ich meine, er hat schon ein eigenes Video gedreht dieses Jahr. Ich habe schon wieder 59 Parts vorgetreten. Ne? Nein. Nein. Habe ich dir auch von abgeraten. Du willst ja aktuell bleiben. So, jetzt bin außerdem wolltest du dir ja noch Glatzbeck angucken. Ich bin mal gespannt, ob es richtig ist. Ja, natürlich, das geht auch noch weiter. Mhm. Oh, ich hab richtig geraten. Ist das nicht toll? Ich hab richtig. Jetzt musst du noch zweimal drücken. Ja, noch einmal. Ja. Jetzt nur ist gut. Ach, ist das kompliziert. So, was sagt denn die Uhr? Tick-Tack. 5 Minuten. Soll ich vorcheaten? Oder soll ich dir auf den Sack gehen? Ich glaub, wir haben eh schon genug Verspätung. Also wenn du nicht noch um 3 Uhr hier sitzen willst. Also ich glaube, bei Schnee ist es besser, wir cheaten ein bisschen vor zumindest. Machen wir mal hier 4,50. Da haben wir noch ein bisschen Zwischenzeit, dass die Leute noch reinkommen. Da sind sie und auch schon. Und die Türen aufgehen können. Steigen die hinten überhaupt ein, weil ich hinten gerade aufmache? Nein, hinten steigen die nicht ein. Das ist ja doof. Du sorgst jetzt mit deinem hinten Tür aufmachen nur dafür,
dass es noch kälter wird in dem Bus. Dann machen wir wieder zu. Aber das ist ein Faktor bei Umsi, ne? Ich habe auch keine Ahnung, wie die Heizung hier funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Dreh einfach auf. Warum liest du kein Handbuch an? Ich habe keine Zeit. Witzigerweise ist beim Original Scania nicht mal ein Handbuch dabei gewesen. Ach. Ja, deswegen. Ich Scania hat ihn so Video ausgeliefert und Alter hat wenigstens ein Handbuch beigegeben, oder was? Nein, Alter hat kein Handbuch beigegeben. Du hast doch gerade gesagt, beim Original Scania. Ja, beim Original Scania von Alter. Ja, der ist ja von Scania, der Original Scania. Bei Morphy war ein Handbuch dabei. Aber ob da die Heizung beschrieben wird, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass da das, die Codenummer und der Krempel drin steht. Ja, keine Ahnung. Du weißt ja sowieso, im Code der liegt der Tod, ne? Ja, natürlich. Man kann auch variieren, im Code, da wohnt der Tod. Oder da lebt der Tod. Nee, das passt nicht. Wann geht's denn los hier? Hallo? Also rein optisch, die Kasse hat was. Wenn ich jetzt mal so das Display ausblende, ja? Wieso? Ich weiß nicht, das Display, ich hab immer so... Bei Omsi, da kann ja keiner was für im Prinzip, aber bei Omsi ist das Problem, da sehen die Displays irgendwie generell alle so Mickey Mouse-mäßig aus. Naja. Ja, im Real Life wirken die halt anders, so, durch die Farben. Naja, geht, ne? Ich finde schon okay. Für LCD-Displays in Omsi ist das schon okay. So! Sei froh, dass es nicht komplett real ist, weil wenn die Sonne drauf scheinen würde, könntest du den Schwachsinn nämlich nicht mehr lesen. Ja, wir warten mal, was bei Lotus kommt. Ich meine, jetzt haben wir ja noch Omsi, ne? Und wenn Lotus kommt, dann auch noch Omsi. Ach du, oh Gott, was ist hier? Das ist die Tür im Weg, das kann wahr sein. Bitte kein Auto. Nein! Du weißt doch, was der Chakotay immer sagt. Meter. Wo ist mein Außenspiegel? Der ist vereist. Scheiße? No. Ist der wirklich vereist jetzt? Muss eine Spielheizung anmachen? Warte mal, ich muss mal kurz ranfahren. Ich krieg wenigstens Ansagen, das ist schon mal schön. Aber was mache ich denn jetzt da mit dem Spiegel? Guck mal nach einer Spiegelheizung. Ist das echt jetzt vereist? Das ist vereist. Sieht so aus, ne? Das ist vereist. Wie geil ist das denn? Oh, Morphy, der Typ macht mich fertig. Der macht mich fertig, der Typ. Weil ich nicht weiß, ob das jetzt Morphy oder Alter war, aber ich glaube, das war Morphy. Ich tendiere mal zu Morphy. Ich probier's mal mit dem da. Das wird jetzt. Guck mal auf dem Dashboard. Meine Damen und Herren, die Fahrt verzögert sich um geschätzte 10 Minuten, da der Fahrer nicht weiß, wie man den Spiegel entleist. Links, links. Links? Auf dem Dashboard links, ja. Ja. Weiter runter. Was da? Das könnte... Das sieht so ein bisschen danach aus. Wissen tue ich es nicht, keine Ahnung. Ja, wenn nicht, fahren wir ohne Spiegel dann, ne? So. bei so Solaris oder Mercedes oder Lion City könnte ich dir jetzt sagen, wo die Spiegelheizung ist. Aber hier wüsste ich das jetzt... Ich mache einfach mal hier alles an, was geht. Irgendwas wird schon sein. So. Haben wir noch irgendwas? Ja, den Warnblinker. Ja, ich weiß, ihr Typen legt auch nie Handbücher. TC, was ist ein TC? Keine Ahnung. Traktionskontrolle. War das jetzt gut oder schlecht? Ich glaube, damit machst du das ASR aus. Sicher, das tue ich das aber nicht. Die sind beide dicht, das kann ja wahr sein. Ach, du lieber Gott. Du bist ATL. Guck doch mal ins Handbuch, Julian. Wieso kriege ich jetzt die nächste Ansage, obwohl ich jetzt gerade an der Haltestelle bin? Hat sich da jetzt schon was getan? Da tut sich auch nichts. Warum tut denn sich da nichts? Warte mal, vielleicht... Das ist vielleicht so ein Morphi-Gimmick. Warte mal, ich mach mal hier das Fenster auf. Ja? Und wisch mal drüber. Vielleicht... Nee, geht nicht. So, warte mal. Schick Morphy eine PN. Morphy wird ja spiegelfrei. Ja? Nach dem Let's Play hat er geantwortet. Ja, keine Ahnung. Ich versteh's gerade nicht. Warte mal, was haben wir denn da noch? Ist das noch was?
Dann hier sind noch Schalter. Probieren wir die auch nochmal. Ne, das ist Dach. Dach lassen wir zu. Ah! Julian, alles gut. Hm? Alles gut. Hast du gefunden? Ja. Welche waren das jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich habe sie alle an. Ist jetzt frei geworden? Ich habe sogar einen Warnblinker an und kriege nicht mehr aus. Das ist geil. B. Nee. Nee, geht nicht. Ich glaube, ich weiß warum. Ja, warum? Der Schulbusschalter hat scheinbar einen Bus. Ja, normal. Das ist die Spiegelheizung. Das, was du jetzt gerade wieder ausgemacht hast. Ja, der hat auch einen Schulbusschalter, weil irgendwie war der Warnblinker auf Dauer. Gerade an ging nicht aus. Ey, Morphy ist echt ein, ne? Coole Sau. Oder ist es wirklich ein Feature von Alter, weil Morphy hat im Thread davon nichts erwähnt. Keine Ahnung. Kann auch sein. Beziehungsweise man weiß ja diesmal nicht, ob man Alter oder Wizard sagen soll. Weil Wizard ist ja auch ein fähiger Skripter, deswegen meine ich jetzt. Also Wizard kann skripten. Also Alter steckt ja mehr hinter Modell, soweit mir bekannt ist. Mhm, und Wizard hat bis jetzt immer so ein paar Skripts gemacht, die in dem Bus steckten. Wenn sie nicht den Krempel von Morphy genommen haben. Also wir haben jetzt schon minimale Verspätung, ist halt so. Mhm. Heute circa 5 Minuten später, Grund dafür ist Schnee. So, wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt im Levanger Straße. Ich muss jetzt gerade mal gucken, weil ich habe das Gefühl, die Ansagen schalten zu schnell. Halt an, halt an, halt an, halt, bleib. Schnee halt. So. Und? Stavanger Straße. Kannst mit dem Geld... Passt. Na dann. Komisch. Was ist mit dem Geld? Sein, mit dem gelben Pfeil, sag ich, kannst du zurückstellen. Ah ja, cool. Kann halt sein, dass das hat das Almec-Skript manchmal die Krankheit, dass der Ansagen zweimal durchsagt. Nee. Oh, Fehler. Nee. An der zweiten Tür hast du eine Türstörung. Die kannst du aber tatsächlich wirklich beheben, ohne Reparatur. Drück mal F2. Wie F2? F2, in den Innenraum gehen. Ja. So, jetzt gehst du zur zweiten Tür mit den Sichten durchschalten. Ja. So, und da gibt es einen roten Knopf. Da links. Ja. Den roten Knopf, den drückst du. Zack. So, jetzt gehst du nach vorne. Der hupt immer noch. Gehst nach links. Ja, ja, ist richtig. Gehst nachher jetzt links, unten an der Konsole. Das Männchen, was da rausrennt. Hä? Der Schalter mit dem Männchen drauf, was rausrennt. Links, unten, an einem Sidepanel. Der Schalter mit dem Männchen, was rausrennt, wo du letztens auch gesagt hast, wenn ich den drücke, dann schmeiß ich dich raus. Ach, der, wo war denn der? Ja, oben. Da. So, jetzt müsste die zweite Tür wieder zugehen. Können. Ja, das funktioniert, Julian. Dann drück nochmal den Knopf. So. Und jetzt drück nochmal das Männchen. Der Bus leckt. Immer das Männchen? Wo war denn jetzt das scheiß Männchen? Da. Ja. So. Ah, geht sie jetzt zu? Ja, jetzt ist sie zu. So. Jetzt lache ich mich gleich schepp, weil vorne wahrscheinlich die trotzdem nicht zugeht. Oh doch. Aber wie kompliziert ist das denn bitte? Naja gut, du betätigst halt den Nothahn und machst ihn wieder weg. Nur bei normalen Bussen machst du das halt so, dass du die dritte Tür aufmachst. Ich mach nur jedes Mal wieder die Tür auf. Ich honk, weil ich jedes Mal die Haltestellenbremse rausmachen will. Ja. Bei normalen Bussen ist das halt so, du drehst den Nothahn, machst die Tür zu, drehst ihn wieder zu und gehst vorne zum Türtaster und drückst die Tür dann einfach nur nochmal zu. Und das ist halt beim Scania, musst du das halt nochmal auslösen, den Nothahn, damit die Tür zu. Wie gut, dass hier so viel los ist. Beschwer dich nicht. Schiff. Ja, Schnee. Ja, aber er lenkt ja irgendwie gar nicht im Schnee, habe ich so das Gefühl. Ist ja auch schwer und groß. Ja. Wir waren aber vorhin zu Beginn, irgendwann war das mal vorhin, waren wir irgendwie hängen geblieben bei Lotus und was da noch kommt und Omsi, ne? Mhm. Wir haben ja jetzt gerade was festgestellt, ne? Beziehungsweise ich habe es festgestellt und euch informiert. Ja, hast du. Das sind irgendwelche Amazon-mäßigen Add-ons gelistet.
Auf der OMSI Google Plus Community Seite wurde auch schon drüber diskutiert. Sicher ist natürlich keiner, weil ist natürlich noch nicht offiziell angekündigt. Aber bei Amazon sind zwei Add-ons gelistet. Möchtest du sagen? OMSI 2 Aachen und was war das andere? Hamburg Hafen City oder sowas, ne? Genau, die Hamburg Hafen City Linien. Da haben wir uns schon gefragt, was ist denn das? Ich sag mal so, wenn das wirklich als wahr bestätigt wird, ne? Gut, da standen früher aber auch schon Add-ons, die sind da nie erschienen. Da stand, glaube ich, mal was von Dortmund oder so. Ja, ja, klar. Wenn das aber wirklich wahr sein sollte, sind das definitiv zwei Add-ons, die ich mir, denke ich, in Betracht ziehen werde zu holen, weil Aachen, ich kenne mehrere Menschen, die in Aachen wohnen. Und kommt vorher, dass da Menschen wohnen, Julian. Und ja, persönlich kenne ich aber ein paar von diesen Menschen. Echt? Und Hamburg, Hafen City allein wohl schon, weil es Hamburg ist. Und Hafen City, weil es halt die neue Linie, also weil Hafen City halt gerade neu aufgebaut wird mit der Elbphilharmonie und was weiß ich. Das wäre schon ganz cool. Ja, aber es kommt da wieder drauf an, wer es baut, ne? So das ein bisschen. Kommt auch wieder drauf an, ja. Aber wenn die Karten qualitativ gut sind. Ich hab die meisten Player Add-ons waren ja okay. So ein paar Ausreißer, aber sonst. Ich hab ja beim Chakoten so die Vermutung geäußert, dass vielleicht sogar unter Hamburg wieder mal Darius steckt. Könnte passieren. Ich meine, so abwegig ist es ja eigentlich nicht. Er hat ja schon Hamburg begonnen. Ich meine, ne? Ja, dass er dir erweitert zu den Landungsbrücken und der Hafen City und so.